Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zur nächsten Folge von Dream Escape, der Sandmann. Wir haben auch letztens gesehen, dass der Sandmann und der Vater von Laura sich kannten. Also, ist das schon, hat der Papa schon was der lieben Laura wie gesagt, geheim gehalten, genau. So, wir schauen mal, was jetzt hier abgeht, warum da so viel Wasser ist. Ja, es ist immer noch ein Traum. Der Sandmann war hier. Und da schwimmt ein Hai. Alles klar, läuft. Erstmal schauen, ob wir die Glubschis hier wieder sehen. Da guckt mich schon einer an. Und da ist ein Bild von Benny und vom Sandmann. Okay. Gucken wir mal darüber. Und da glubscht mich auch was an. So, das ist schon mal weg. Sie sieht mich nicht. Sie sieht nur den Hai. Okay, hier kann ich nichts machen. Okay. Hier ist ein Bootboot. Das Schiff scheint ferngesteuert zu sein. Ich glaube genau das, was ich brauche. Ja, ich brauche aber noch eine Batterie. Jetzt sehe ich, dass das Wasser aus dem Becken fließt. Ich muss irgendwie dorthin gelangen. Jetzt aber nur die Frage, wo. Warte, was kann ich hier noch machen? Wollte ich nur den Klubschi hier holen oder was? Die wundersame Genesung des weltberühmten Promi-Psychologen. Nach 4 Monaten in Koma ist der Weltklasse-Psychologe Professor Sanders ins Leben zurückgekehrt. Die Ärzte sind noch immer ratlos, da eine vollständige Genesung nach einem so langen und unterbewussten Zustand nahezu unmöglich ist. Jedenfalls hat es sich so ereignet und Professor Sanders erholt sich schnell. Die Tochter des Professors, die vehement abstreitet, ihren auferstandenen Vater zu erkennen, befindet sich jetzt auf persönlichen Anordnung von Professor Sanders in einer Nervenheilanstalt. Das Mädchen behauptet, der Körper ihres Vaters sei schon von einem bösen Geist besessen, der ihren Freund und deren ganzen Menschheit Schaden zufügen will. Wir sehen davon ab, dass diesen scheinbar Wahn zu kommunizieren und wünschen den Professor rasche Erholung. Und hier ist der Code 14253. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. Weil da haben wir nämlich hier den Code. Also nochmal. 14253. Hey, ich hab doch den Code. Das ist nicht der Grund dafür? 12. Oktober 2001. Vor kurzem hat er einen Zeitungsartikel großen Eindruck auf mich gemacht. Meine Tochter hat ihren Vater nicht wiedererkannt, nachdem er aus dem Koma erwacht war. Aber kann sich ihr Herz getäuscht haben? Ich glaube nicht, dass sie lügt. Also war das nur ein Tagebucheintrag quasi dafür. Ich kann hier nichts machen. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Wie gesagt, hier ist nichts mehr, was ich machen kann. Ich brauche halt noch die Batterie. Ist aber auch nichts, was eine Batterie. Ja, da hat mir eine Batterie her, schon und gut. Und hier haben wir auch nichts mehr. Benny! Alter. Aber der hätte uns ruhig irgendwas da lassen können. Alter, ist das ein Frecker. Ja, ich brauche einen Hinweis. Wir müssen hier hin. Ja, wahrscheinlich hier rauf. Nochmal ein Hinweis bitte. Was? Ja, okay, der Teppichtrick. Alles klar, das bringt uns aber nicht sehr viel weit. Aber warum brauche ich einen Griff? Okay.
Muss noch eine Reihe machen. Oder ist das verkehrt herum? Oder muss ich so machen? Ach so, das ist der Code. Warte, 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 warte. Was war das? Was war das? Was war das? Was wäre römische Zahlen? 1, 4, 3, 2. 1, 4, 2, 3. Aha. Also war es doch auch noch was mit den Büchern. So, da kommt wahrscheinlich die Schablone zum Einsatz. Och nicht, Mathematik, bitte nicht. Was soll ich denn machen hier? Oh Gott. Platziere die Karte so, dass die Figuren in den untersten Reihen die auf der Karte dargestellte Gleichung erfüllen. Sorry, aber Mathematik-Rätsel überspringe ich, Freunde. Also wer schon längere Zeit bei mir dabei ist, wer nicht dabei ist und nicht länger dabei ist, den sage ich, erkläre ich es jetzt auch nochmal. Ich mag Wimmelbit-Spiele, ich mag Rätsel. Aber bin absolut kein Fan von Mathematik-Rätseln in Wimmelbit-Spielen. Vor allem können das jetzt hier all mögliche Varianten sein. Sorry, nee, überspringe ich. Und jetzt? Acht, zwei, eins, neun. Ich bin Peter Young und gehöre dem Orden der Traumhüter an. Das ist das Symbol unseres Ordens, es besteht seit Anbeginn der Zeit. Wir sind schon immer da gewesen. Wir suchen Menschen, die diese Symbole in ihren Körper tragen und sie in den Orden aufzunehmen. Nach der Aufnahme geben wir unsere Wissen an das neue Mitglied weiter. Das Aufnahmeritual wird erst durchgeführt, wenn entsprechende Person die Volljährigkeit erreicht hat. Ein Traum ist etwas Zerbrechliches. Während des Traums tritt die Seele in diese dünne Welt ein, während sie aber gleichzeitig im Körper verweilt. Die Traumwelt wird von den obersten Hütern regiert. Sie sind nicht wie Menschen, da sie über besondere Kräfte verfügen. Die gesamte Traumwelt ist von dieser Macht erfüllt. Während sich die Seele in der Traumwelt befindet, bezieht sie nur einen geringen Teil dieser Macht, sodass betreffende Personen heiter und ausgeruht aufwachen. Aber es gibt auch eine dunkle Seite in der Traumwelt. Die Seite des Schreckens. Ein mächtiger Geist, der Sandman, herrscht über sie. Früher gehört er zu den obersten Hütern, aber heute verbreitet er nur noch Angst und Hass. Er sucht die Menschen mit bösen Träumen heim und zerreißt ihre Bande mit der Traumwelt, wodurch sie ihre Lebenskraft verlieren. Unser Ziel ist es, uns dem Sandmann zu widersetzen. In der Vergangenheit konnten wir das einfach, indem wir Menschen von ihren Albträumen und ihren Schlaflosigkeit befreiten. Aber die Leute haben damit aufgehört, ihre Träume zu schützen. Sie vertrauen nicht mehr auf die alten Legenden und Amulette. Aus ihrem Misstrauen hat der Sandmann unglaubliche Macht bezogen. Wir können ihn nicht länger zurückhalten. Eine Legende besagt, dass einmal in mehreren hundert Jahren ein Mensch geboren wird, der sich den Sandmann widersetzen kann. Nur er oder sie kann die oberste Hüter sehen. Ich wusste schon lange, dass Laura eine von uns ist. Aber neulich hat sie mir etwas erzählt, das mich zugleich mit Stolz und Freude erfüllt hat, aber auch um ihre Sicherheit fürchten ließ. Sie erzählte mir von einem Wesen, das sie Benny nennt. Sie beschrieb ihn mir und ich bin sicher, dass dieser Benny einer der obersten Hüter ist. Okay. Niemand aus der Welt der Sterblichen kann die obersten Hüter sehen. Daher muss Laura die Auserwählte sein. Moment mal. Laut diesem Tagebuch kann man die obersten Hüter nur sehen, wenn man ein ganz besonderer Mensch ist. Wenn man die Gabe hat und man sich gegen den Sandmann widersetzen kann. Dann können wir das auch. Weil wir können ihn ja auch sehen, den Benny. Uff.
Liebe Laura, ich habe nicht viel Zeit, also präge dir bitte alles in diesem Brief gut ein. Du bist kein gewöhnliches Mädchen. Zufällig habe ich die große Ehre, dein Vater zu sein. Deine Geburt wurde seit über 500 Jahren erwartet. Wenn du 21 Jahre alt bist, kannst du dir vom obersten Hüter, den du Benny nennst, die Macht übertragen lassen. Du darfst mindestens eine Woche lang nichts essen. Wenn dein Körper von allen weltlichen Dingen gereinigt ist, wirst du einschlafen. Dann erscheint dir der oberste Hüter, der dich in deinen Traum besucht. Du wirst ihn sofort erkennen. Sag einfach seinen Namen, den Namen, den er nannte, als er das erste Mal zu dir kam. Und du wirst mächtiger als alle Menschen auf Erden. So wie sagt es die Legende, setze die Macht sowohl der Menschen ein. Ich liebe dich und bin stolz, dich zur Tochter zu haben. Meine Tochter ist diejenige, die auf den, deren Kommen mein Orden gewartet hat. Seit 100 von Jahren her, ich bete, dass ich noch lebe, wenn sie erwachsen wird, damit ich die Aufnahme durchführen kann. Ja, ist sie leider nicht mehr so weit gekommen, leider. So, jetzt haben wir alle vier Batterien. Aber wie gesagt, dann sind wir ja auch sowas Besonderes und können sich, wir können uns auch gegen den Sandman wehren und ihn aufhalten, weil wir können ja diesen obersten Hüter sehen, also den Benny. Jetzt müsste es aber gehen. Okay, das haben wir Kinder total geschafft. Ich will sie nicht stören. Ich glaube, anstatt eines Auges tut auch ein Knopf, tut es auch ein Knopf. Ja, okay, zum Waschbecken können wir nicht. Ja, da mal ein Plan, aber ich brauche hier einen Knöpfle. Wo kriege ich jetzt einen Knöpfle her? Hast du einen Knöpfle? Gib her. So, hier, bitteschön. Der Hai hat etwas im Maul. Okay, wir brauchen noch irgendwas. Was haben wir hier? Okay, da ist ein Schlüssel und die Haiflosse und ein Brief. Ach du liebes Lieschen. Hallo mein lieber Tim, ich vermisse dich sehr. Immerhin ist es schon fast 2 Jahre her, dass wir uns gesehen haben und du schreibst mir nur selten. Vor kurzem musste ich daran denken, wie wir auf unserem See Schlittschuh liefen und in den Bootsschuppen einbrachen, um uns aufzuwärmen. Das hattest du durch was Betätigen einiger Knöpfe bewerkstelligt. Ich träume ziemlich oft davon. Neulich hatte ich einen Traum, in dem wir so etwas wie Feen waren, die in einem Feenwald leben und nichts weiter tun, als zwischen Blumen und großen Pilzen herzufliegen und sich zu vergnügen. Mein zotteliger Freund Benny war auch dort. Ich hatte dir schon mal von ihm geschrieben. Der Eingang zum Feenwald befindet sich hinter einer kleinen Tür, die niemand sehen kann. Man kann sie nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Du wirst mir das vielleicht nicht glauben, aber als ich erwachte, hielt ich den Schlüssel zu der Tür in meiner Hand. Oh, ich wünsche, du wärst hier. Ich würde ihn dir zeigen. Wir würden die Tür suchen und uns in Feenwald niederlassen. Wie geht es dir? Trägst du immer noch deine Brille? Tschüss, Laura. Nee. Feenwald. Alles klar. Da hast du deine Flosse. Feenschlüssel. Ja, jetzt fehlt aber noch was, oder? Naja, hat was im Maul. Ja, dann brauche ich was, um das Maul des Hais aufzumachen. Was für eine glückliche Familie. Laura ist nur eine gute Musikerin. Sie kann auch noch fantastisch malen. Also talentiert ist er auf jeden Fall. Ja, der Sandman. Ey, das ist der Sandman. Laura muss also seit ihrer Kindheit von ihm gewusst haben. Ja, in der Tat. Mein Freund Benny steht hier geschrieben, so heißt er also. Ja, es wird jetzt zwar schon irgendwo anders gesagt, aber hey. So. Da ist noch mal ein Traumfänger. Komm, wir basteln den mal schnell.
die Teile zusammen. So, das waren die, glaube ich. So, da brauche ich nicht mehr hin. Willst du den Schlüssel? Nee, den will er nicht. Oh, war jetzt hier kein Clubschi oder so, oder? Dieses Gemälde wirkt unwillkürlich unvollendet. Da brauchen wir sowas, Pinsel. Hier brauche ich aber immer noch eine Fee, oder? Oder ist das hier? Oh lol, okay. Gehen wir mal hier rein. Hey Tim, you'll never catch me. I won't catch you. What a wonderful clearing. It's so sweet. I think I should improve this dream a little bit. Tim! Tim! I'll help you now! Oh je. Oh Mann, böse Menschen, fressende Pilze und Blumen. Was für eine blühende Fantasie. Also erstmal die Clubschis wieder sammeln hier. 6 Clubschis. Uff. Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so gruselig. Muss ich zugeben, ja okay, der wird halt was gefressen. Der überlebt das schon noch ein paar Stunden. Okay, ignoriert er. Okay, aber da war ein schwarzer Panther. Aber sonst sehe ich hier keine Clubschis mehr wirklich. Da ist einer. Da ist auch einer. Aber da komme ich... Das war mir klar, dass ich da nicht rankomme. Da brauche ich irgendeine Stange. Da läuft ein schwarzer Panther die ganze Zeit rum. Dann wurde er auch mit dem Pilz vergiftet. Sie ist bewusstlos. Wenn Tim noch im Leben ist, ja. Aber hier ist kein Clubschi. Ist hier? Da ist der Benny. Oh, der ist besoffen. Oh, da komme ich noch nicht ran. So, dann gehen wir einfach mal geradeaus, würde ich sagen. Bringt uns. Obwohl, kann ich das verbrennen? Nö. Kann ich ihn das Ding verbrennen? Ich glaube, ich muss was in den Nasenlöcher stopfen da. Wir gehen einfach mal geradeaus. Da haben wir einen Clubschi. Na komm, ich habe die doch gesehen. Da ist ein Clubschi. Und da ist ein Clubschi. So, was ist hier? So, irgendwas müssen wir damit... Oder auch nicht. Hey, Eule. Was für ein gruseliger Vogel. Er lässt mich nicht in die Nähe des Baumes. Den will ich schon auf Beine machen. Flügel machen, natürlich. Sonst ist hier nichts Spannendes gerade. Irgendwo ein Clubschi? Ich wünschte, ich wäre ein kleiner, könnte ich duschen. Ja, aber hier muss doch irgendwo ein Clubschi sein, oder? Nö, ich sehe keinen. Wirklich, wäre ein kleiner, kann ich duschen. Ich darf auf keinen Fall anfassen. Aber ich kann mir den Stecken hier die Schleuder mir geben lassen. Dankeschön. So, meine Lieben, aber die Folge ist schon leider wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen hier, das Wimmelbildspiel. Es werden noch eine Menge Wimmelbildspiele auf euch zukommen, auf diesen Kanal. Definitiv. Ich werde hier alle durchrattern, die ich hier im Regal hinter mir habe. Und die ich natürlich auch auf Steam habe. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Der Sandman hat eine ziemlich gruselige Fantasie. Obwohl man sagen muss, das könnte man auch von einem Kind
sich vorstellen, dass er so einen Albtraum hat. Dann sage ich mal, bis denn. Und tschüss.